Über das Ende der Winterpause freuten sich über 3.600 Zuschauer. Der gastgebende FC Carl Zeiss in Gelb-Blau aber tat sich schwer gegen gut organisierte Meuselwitzer, die auf ihre Chancen lauerten. So wie in der 18. Minute, als der ZFC einen Konter bis zu Ende ausspielte und durch Dadaschow in Führung ging.